Das Einzugsgebiet des Kunstvereins in Salzach vergrößert sich zunehmend. Aktuell stellt das Ingolstädter Neumitglied Henning Adickes seine Werke in der Studiogalerie im Waldkreiburger Haus der Kultur aus. Er nennt seine Ausstellung Mut zur Farbe. Schon einmal in der Mediathek geblättert? Da warten 2700 Fernsehbeiträge mit ihren Erinnerungen auf Sie. Sie wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Seine erste Ausstellung als Mitglied des Kunstvereins in Salzach bestreitet derzeit der Ingolstädter Henning Adickes in der Studiogalerie im Haus der Kultur in Waldkreiburg. Zur Vernissage begleiteten den Künstler viele Bekannte und Freunde aus seiner Heimatstadt. Eine große Zahl Mitglieder des Kunstvereins, Stadträtin Annemarie Deschler und Chefarzt Dr. Stefan von Klamann mit Familie. Später kam VfL-Vorsitzender Kai Röpke dazu. Nachdem Michaela Soja von der Musikschule Mühldorf die Gäste eingestimmt hatte, hieß Kunstvereinsvorstand Gernot Sorgner sie alle herzlich willkommen. Er stellte Henning Adickes vor, der erst seit kurzem Mitglied im Kunstverein ist. Als ehemaliger Entwicklungsingenieur bei Audi und dem Traktorenhersteller John Deere war er sein Leben lang auf Achse. Geboren in Misselwadern an der Wurster an der Nordseeküste, hat er von klein auf diese besondere Atmosphäre mitbekommen, die Gernot Sorgner so sehr liebt. Seit vielen Jahren lebt er in Ingolstadt und kommt schon seit einiger Zeit nach Waldkreiburg zum Stammtisch des Kunstvereins. Wenn er nun hier seine Erstlingswerke zeigt, spricht daraus ein nicht zähmbarer Drang, sich künstlerisch zu verwirklichen. In seinen Werken will er seine kreativen Ideen zeigen, seine Visionen, seine Gefühle. Natürlich will er Stimmungen umsetzen und seine Umwelt einfließen lassen. Er experimentiert zwar mit vielen Techniken, bevorzugt aber Acryl. Wenn er mit einem Werk beginnt, weiß Henning Adickes nicht von vornherein, was herauskommt. Er nähert sich von Mal zu Mal seinem Ziel an, um seine Botschaften auf die Leinwand zu bringen, mit denen er dem Betrachter seine Gefühle mitteilen will. Die Grundlagen dafür hat er sich an verschiedenen Seminaren erworben. Mehr als die ausgestellten Werke und etwas Lyrik hat er in einem Buch zusammengefasst, das den Titel trägt Eigenart und das in der Ausstellung zu sehen ist.
Gernot Sorgner freute sich über die Ausstellung mit Werken von Henning Attiges, die er auch schon in Ingolstadt gezeigt hatte. Und ich freue mich wirklich drüber, dass er diese Arbeiten hier jetzt bei uns ausstellt. Nach einem musikalischen Intermezzo von Kübra Aktaran begrüßte Henning Attiges die auswärtigen Gäste und führte in einem Künstlergespräch mit Hans Osenstädter durch die Ausstellung. Er folgte einer Einladung zum Kunstverein in Salzach, erläuterte Henning Attiges seine Motivation, sich dem sehr rührigen und aktiven Verein anzuschließen. Darüber hinaus trifft man selten so schöne Ausstellungsräume wie hier. Mit seiner Ausstellung Mut zur Farbe wollte er sich nun den Mitgliedern und der Öffentlichkeit in Waldkreiburg vorstellen, den Menschen Mut machen und sie von der Gleichheit der heutigen Welt abbringen. Ehemals Konstrukteur hat er sich vom rechten Winkel nun dem Pinsel und den Farben zugewandt, mit denen er seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Wie Gernot Sorgner schon erklärt hatte, nimmt er sich beim Malen zwar ein Motiv vor, hält aber nicht bis zum Ende daran fest. Wichtig ist ihm, dass seine Werke etwas ausdrücken und dem Betrachter etwas sagen. Henning Attiges Ausstellung Mut zur Farbe ist in der Studiogalerie im Haus der Kultur in Waldkreiburg zu sehen. Schauen Sie doch mal rein.